Hallo, mein Name ist Kinsuku und ich begrüße euch zu meiner allerersten Theorie auf meinem Kanal Kinsuku. Ja. In dieser Theorie geht es um Kuina und Tashigi. Es gibt viele Kuina und Tashigi-Theorien. Kuina ist die Schwester von Tashigi. Kuina ist Tashigi. Ja. Also möchte ich mal meine Version dieser Theorie vorstellen. Ja, fangen wir auch direkt an nach dem Intro. Ja. Und zwar gehen wir zurück in Zorros Vergangenheit. Ganz weit zurück in die Vergangenheit. Und zwar nach Kuina. Und zwar fangen wir an mit Kuinas Geburt. Als Kuina geboren, also das ist jetzt mal eine Theorie, ne? Das ist hat. Ne, es ist nicht wirklich passiert. Das ist einfach nur meine Theorie. Ja. Und zwar. Als Kuina geboren wurde, ja, waren sie halt noch alle ziemlich glücklich. Nach ungefähr 2 Jahren, ja, warum nach 2 Jahren? Keine Ahnung, halt, wo Kuina älter war, wo die Mutter es halt verlassen hat, hatten der Vater und die Mutter einen riesigen Streit. Als die Mutter abgehauen ist, war sie mit Tashigi schwanger. Was? Wo führt das nur hin? Ich habe keine Ahnung. Doch, natürlich war ich es sicher. Ja. Als Tashigi dann geboren wurde, ist nach ein paar Jahren dann die Mutter verstorben. Kuina und Tashigi lernten sich dann irgendwie kennen, trainierten zusammen. Ja, und Kuinas Traum war es, die beste Schwertkämpferin zu werden der Welt. Und Tashigis Traum war es, zur Marine zu gehen und für Recht und Ordnung zu suchen. Und wenn es auch sein muss, ihre eigene Schwester hinter Gitter zu bringen. Ja, es klingt hart, aber es ist so. Naja, gab für Ruffy ins Gefängnis, aber naja, ist auch egal. Ja, als der Vater dann irgendwie über Tashigi Bescheid wusste, war er so verärgert, dass er Tashigi umbrachte. Und zwar mit dem Königstrike. Also schneiden ohne zu spalten. Ja. Wie ich jetzt darauf komme, dass es nicht Kuina war, die tot ist, ist. Ja, und zwar als Kuina tot war und man sie gesehen hat, hatte sie ein Tuch über dem Gesicht. Das heißt, dass darunter auch jemand anders sein kann und nicht Kuina. Ja. Ja. Noch mehr Indizien? Nein? Gut. Ja, und zwar gibt es jetzt nur noch ein paar Sachen, die ich regeln muss. Ja, und zwar, was ist mit Kuina passiert? Kuina ist nach dem Tod von Tashigi zur Marine gegangen. Oder eher gesagt, wurde sie von der Marine mitgenommen. Als vom halt Waisenkind und so. Oder halt mitgenommen, ne? Ja. Dort wurde sie dann von Smoker angenommen. Und Smoker hat sich um sie gekümmert. Weswegen sie auch am Ende mit Smoker so zusammen um die Welt segelt und Verbrecher jagt. Sie hat sich aber nicht, aber sie sagt nicht Kuina, sondern als Gedicht, weil Kuina ja tot ist, gibt sie sich als ihre Schwester Tashigi aus. Ja. Und was ich noch glaube, dass ein Zorro-Arc kommen wird, wo dann Tashigi sich als Kuina wirklich beweist
oder behauptet Zorro mit Kuina dann zu dem Vater geht und Zorro dann gegen den Vater kämpft. Und dort, in dem Kampf, öffnet Zorro sein Auge. Der Vater erzählt, wie er das Shigi umgebracht hat und sie tötet. Und er tötet ihn auf die, genau die gleiche Art und Weise. Und sagt am Ende auch nur noch, er ist nur die Treppe runtergefallen. Aber es wäre so episch. Und keine Ahnung, dass Kuina dann noch in die Bande kommt. Obwohl zwei Schwertkämpfer? Ja, das war's auch mit meiner Theorie. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, denn naja, ich habe die Theorie jetzt schon länger im Kopf und seitdem ich jetzt den Kanal Kenzuko ab, kann ich die auch mal bringen. Und ja, Daumen hoch wäre ein Träumchen. Oder ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ein Abo wäre unfassbar. Ja, wenn euch diese Theorie gefallen hat, habe ich schon gesagt, Daumen hoch und Abo. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Kenzuko. Ciao.